1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Hallo, liebe Freunde von Herz, Seele, Ball. Es liegt was in der Luft. Ganz komische Atmosphäre. Unwetter angesagt für heute. Ich stehe in Helrath, unweit von Mariadorf. Ihr wisst, die Heimat von Kai Havertz. Und kann man es erkennen, da hinter den Bäumen links, da ist das Hexenhaus. Und da werde ich heute Abend auftreten. Also ich bin schon irgendwie ein Weltstar, finde ich. Denn nur Weltstars treten hier auf. Ein merkwürdiges Gefühl. Ihr seht's, die Bäume wiegen sich leicht von links nach rechts. Ob das große Unwetter hier auch noch ankommt, ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt ins Hexenhaus. Ich habe eigentlich noch Zeit. Werd da Kaffee trinken und mal gucken, ob es eine Hexe gibt. Herzliche Ballfreunde, jetzt bin ich im Inneren. Das ist mal noch eine richtige Kneipe. Darf ich das sagen, Kneipe? Darf ich das sagen, Kneipe? Ich frage den Chef. Darf ich Kneipe sagen? Auf jeden Fall. Ja. Ja. Gibt es hier noch einen Fußballverein? Selbstverständlich, die Sportfreunde. Moment, Leute, ich habe es gesehen. Wo waren die Bilder? Wo waren die Bilder? Moment, ich zeig's euch. Hier ist der wahre Fußball zu Hause. Wo war denn das mit den Fußballbildern? Bin ich blind hier? Ah ja, nee, das ist schützenfest. Ach, noch weiter. Ach so, jetzt gehen wir nochmal den Gang rauf, Freunde. Also ihr seht, hier ist der Fußball zu Hause. Sportfreunde 1919, Helrath. Und die zweite Mannschaft ist Zweiter geworden. In welcher Liga sind die Zweiter geworden? Kreisliga C. Das reicht, Guido. Das reicht, Kreisliga C. Also das ist wirklich hier noch, ja, so wie zu Hause früher. Das Einzige, was mich bitter irritiert, ist dieses Abzeichen da oben in der Mitte. Wer ist denn hier der Bayern-Fan? Ach Gott. Aber Gott sei Dank, da steht auch noch ein Borussia Mönchengladbach-Krug. Das rettet es ja einigermaßen. Ja. So, also Freunde, hier heute Abend lustiges Vorlesen mit Jürgen Behaupt, wenn er denn kommt, weil, ich weiß nicht, ob er ein Schiff hat, es wird langsam aber sicher dramatisch. Gut, dass ich früh gefahren bin. So, Herz, Seele, Ball, Freunde, dieser Regentag nähert sich für mich auch dem Ende. Ihr habt gerade gesehen, Kneipenbilder en masse, war eine schöne Lesung heute Abend mit Jürgen B. Hausmann im Hexenhaus. Ich fand das ganz großartig da, die Einrichtung, die Menschen wie aus einer vergangenen Zeit, die Flippers im Hintergrund, die rote Sonne von Barbados, was willst du mehr? Sind schlechte Leistungen im Fußball ansteckend? Auch unsere U21 überzeugte nicht bei der EM beim 1:1 gegen Israel. Es war das erste Spiel. Warten wir mal ab, wie es denn da weitergeht. Ansonsten große Diskussionen auch heute hier im Hexenhaus über die Nationalmannschaft. Eher mit einem aggressiven Unterton, den ich ja nicht so sehr mag. Wie ihr alle wisst, ja, ich bin manchmal zu weich, wie ihr alle wisst, wie mir immer wieder gesagt wird. Aber Aggression bringt uns auch nicht weiter, was die Nationalmannschaft angeht. Und den Fußball sowieso. So, ich werde mich jetzt hier durch die Nacht irgendwie nach Hause begeben. Ich hoffe nicht, dass es nochmal so einen Schauer gibt wie vor ein paar Stunden. Da stand der Veranstaltungsraum mal kurzfristig unter Wasser. Wir haben ihn mit gemeinsamen Kräften sozusagen wieder trockengelegt und so konnte alles hier stattfinden. Also das war es aus dem Hexenhaus. Übrigens auch hier ein großer Fußballer groß geworden. Kai Havertz in der Nachbarschaft und Simon Rolfes in diesem Ort. Also scheint ein gutes Pflaster zu sein. Aber jetzt fahre ich weiter und sagt tschüss, bis morgen bei Herz, Seele, Ball. Und nicht vergessen, am Samstag sind wir in Viersen. Am Samstag, weise morgen nochmal explizit darauf hin. Live Gladbach gegen Köln, Traditionsmannschaften. Matze Knob macht Spaß und ich auch. Bis dahin. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.